Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. In dieser Spezialfolge gibt es wieder mal spezielles Wissen zu einem besonderen Tag, nämlich Fronleichnam. Ja, das ist dieser schöne zweite Feiertag an einem Donnerstag im Mai, an dem wir in Österreich zumindest frei haben. Aber die wenigsten Menschen wissen eigentlich, warum wir da frei haben und was Fronleichnam eigentlich ist. Und noch viel weniger Menschen wissen, was es da für coole, interessante und vor allem traditionelle Feierlichkeiten in Wien gibt. Und die schauen wir uns heute an. Bevor es losgeht, möchten wir uns nochmal bei all jenen bedanken, die uns finanziell unterstützen bei unserem Podcast-Projekt. Besonders bedanken möchte ich mich diesmal bei Lisa Marie, bei Susanne und bei René für ihre Unterstützung. Und ja, wenn ihr uns auch unterstützen wollt, wie das geht, lest ihr auf unserer Website www.erzählmirvon.wien. Genau, auf PayPal zum Beispiel und so weiter. Nun gut, jetzt geht's los und ich sag Servus Fritzi. Servus Edith. Erzähl mir von Wien. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus. Fritzi, unser Podcast heißt ja Erzähl mir von Wien, akustische Spaziergänge durch diese schöne Stadt. Und an Fronleichnam macht man ja wirklich einen Spaziergang, oder? Einen Umgang. Einen Umgang. Mit einem Umhang. Ja, komm, das überobliegt dir selbst. Ja, sag doch mal, was ist deine erste Erinnerung an Fronleichnam und einen Umgang und Umhang vielleicht sogar? Naja, meine erste Erinnerung an Fronleichnam oder eine frühe ist Otterkring. Aha, warum? Wie ich ja schon mehrfach erwähnt habe, habe ich eine Tante und einen Onkel gehabt, die dort in so einem alten Haus gewohnt haben, auf 190 in der Nähe der Alt-Otterkringer Kirche, vis-à-vis von der Zehnermarie, gleicher Anschluss an unser Wiener Lied. Special. Ja, genau, Special. Und da bin ich oft im ersten Stock gestanden und habe den Umzug von der Alt-Otterkringer Kirche mir angeschaut. Und da habe ich immer sehr, sind vorne die Erstkommunionkinder im weißen Kleidchen und mit Blumenkränzchen gegangen. Und ich wäre wirklich gern mitgegangen. Aber erstens einmal war das uns nicht der weltanschauliche Hintergrund meiner Familie, dass man bei einem Fronleichnamszug mitgegangen ist. Und zweitens möchte ich nicht wissen, wie das weiße Kleidchen nach 5 Minuten ausgeschaut hätte. Blütenrein vermutlich. Nein, du weißt doch, dass meine Großmutter immer Mahnnudel zu mir gesagt hat. Naja, stimmt. Okay. Gut, also das ist wieder Fronleichnam nicht wieder abweichend. Also wo bist du denn Fronleichnam nicht umgezogen worden? Nein, aber das war einer von diesen Umzügen, die eben die einzelnen Pfarren, auch in Wien, ich meine, am Land sowieso, nicht? Ich meine, das ist ja das große, denk an Hallstatt, an die Fronleichnamsprozession am See, sowieso, aber auch in Wien machen die Pfarren oder haben gemacht oder machen noch immer Fronleichnamsumzüge. Okay, aber bevor wir jetzt da darüber reden, was da jetzt speziell passiert, was ist Fronleichnam eigentlich? Worum geht es da? Was ist der Sinn dahinter? Fronleichnam ist der Feiertag zu Ehren der Eucharistie, also zu Ehren der Kommunion. Mhm. Und das gibt es an und für sich, also das Fest eingeführt worden ist 1264. Mhm. Aber schon vorher im Laterankonzil ist die Transsubstantiation, also die Verwandlung von der Hostie in den Leib Christi und des Weins in das Blut Christi als Dogma erhoben worden. Aber. Warte, ganz kurz, Entschuldigung. Ja. Das heißt, man hat seit diesem Zeitpunkt anerkannt, dass, wenn man eine Hostie zu sich mitnimmt, nicht zu sich mitnimmt. Nach der Wandlung, dass man da tatsächlich den Leib Christi isst, beziehungsweise wenn man den Messwein trinkt, tatsächlich das Blut Christi trinkt.
Das heißt es, wie heißt es? Transsubstantiation. Transsubstantation. Transsubstantiation. Da muss ich sagen, vielleicht vorgreifend, ich habe vor einigen Jahren, war in der Karlskirche, du weißt ja, das sind die Kreuzherren, sehr streng katholisch, und da haben wir mit einem Priester gesprochen und der hat gesagt, der ist wahnsinnig dagegen oder komplett dagegen, dass der Kommunikant den die Hostie selbst in die Hand nimmt, weil wenn und selbst sich in den Mund gibt, was ja in den letzten Jahrzehnten, glaube ich, schon, kann man sagen, so geschieht, weil wenn der dann das Kreuz auf der Stirne macht, verschmiert er den Leib Christi auf seiner Stirne. Also das heißt, auch im 21. Jahrhundert ist es ganz einfach noch so, ja, in gewissen katholischen Kreisen, dass die eben das so hochhalten. Das heißt, in dem Moment, wo die Hostie geweiht ist, nach der Wandlung, ist das der Leib Christi und das Blut Christi. Okay. Wie genau das jetzt mit der Fronleichnam ist und ob das jetzt so ist oder nicht, das ist ein bisschen eine weltanschauliche Sache. An dieser Stelle möchte ich euch zu dieser Geschichte von Fronleichnam auch auf den Blog hinweisen, den die Fritzi schreibt und geschrieben hat, diesmal zu Fronleichnam auf der Standard.at. Da geht die Fritzi noch genauer ein auf diese ganze Geschichte von diesem Fronleichnam. Du musst jetzt genauer eingehen, auch auf was? Und zwar, weil 1264 ist das Fest eingeführt worden, aber das ist aufgrund eines Vorfalls, der 1263 stattgefunden hat. Und das weißt du jetzt am besten, weil du ja öfter dort bist. Das stimmt. Das ist an einem, also wenn nicht Wien die schönste Stadt der Welt ist, dann gibt es einen Ort in Italien, der schönste Ort für mich Italiens ist. Das ist Bolsena. Das ist ein kleines Dorf, eine kleine Stadt, ungefähr nördlich. 100 Kilometer nördlich von Rom. Und dort hat eben 1263 ist ein böhmischer Mönch vorbeigekommen. Und dieser böhmische Mönch hat es angezweifelt, dass die Hostie der Leib Christi ist und hat dann eine Messe gehalten in dieser Kirche in Bolsena. Und da ist doch dann tatsächlich aus der gebrochenen Hostie das Blut herausgekommen. Diesen Stein gibt es immer noch, den kann man sich immer noch anschauen. Das Wunder war vollzogen. In Bolsena gibt es seitdem einen wunderbaren Blumenumzug zu Fronleichnam. Ganz, ganz herrlich, kann man sich auch auf YouTube anschauen, wie das ausschaut. Wunderbar, die ganze Stadt ist geschmückt mit Blumen. Ja, außerdem wurde dann die Kathedrale von Orvieto erbaut, wo dieses betropfte Blutlaken dann ausgestellt wurde. Und ja, das Fronleichnamsfest wurde eingeführt. Ja, wobei aber das Blutwunder erklärbar ist und auch erklärt wurde in den 20. Jahrhundert. Echt? Sag, was ist das wie? Naja, das ist so, dass es ja später dann irgendwie umgedreht worden und die Juden sind beschuldigt worden, dass sie die Hostie. Genau. Und wieder mit Blut auf der Hostie. Und das stimmt ihn so, natürlich nicht Blut, aber die Hostie wird rot, weil da gibt es ein gewisses Bakterium, das ein Stoffwechselprodukt herstellt, das rot ist. Kommt im Weizen vor, aus dem die Hostie gemacht wird. Und da wird eben die Hostie rot. Ja, wundervoll. Und da hat man natürlich dann geglaubt, und es wird auch gepusht worden, sehr ein bisschen, nehme ich an, dass das Blut Christi ist. Aber jetzt zurück vom schönen Italien ins wunderschöne Wien. Was ist da der Konnex? Warum hat es Fronleichnam zu einer eigenen Spezialfolge von Erzähl mir von Wien geschafft? Was ist das Besondere? Was ist die Verbindung? Naja, Fronleichnam ist einmal geworden in der Gegenreformation der wichtigste Bestandteil der Pietas Austriaca, also des Glaubens, des barocken Glaubens der Habsburger. Weil Fronleichnam, das Dogma der Transsubstantiation ist vor allem Konzil von Trient, Mitte des 16. Jahrhunderts gefestigt worden, aber vorher war ja Martin Luther, die Reformation. Und der Martin Luther hat ganz einfach
die Transsubstantiation als Gotteslästerung. Also Gefunden, das ist ein Gott. quasi die Protestanten haben gesagt, hey, das stimmt alles nicht, das ist nicht der Leib Christi. Naja, nicht ganz so. Da hat es wieder zwei Zweige gegeben. Der helvetische Zweig sagt noch immer, es ist rein, wie sagt man denn, formelle Sache. Symbolisch. Also eine symbolische Sache. Also die Calvinisten, die wirklich danke, ganz hart genau, typen. Ja. Und die AB, also die Lutheraner, die sagen teilweise, es ist im Moment der Wandlung ist es der Leib Christi. Aber er bleibt es nicht, so wie die Katholiken sagen. Katholiken sagen, Hostia ist der Leib Christi. Und nachdem in Wien ja sehr hoher Prozentsatz, wie wir ja schon gesprochen haben, der Bevölkerung Protestanten waren, hat im 16. Jahrhundert also von Leichnam ganz einfach an Bedeutung verloren. Und im Zug der Gegenreformation, natürlich, da hat man dann schon gesagt, na, okay, das ist unser Symbol. Das ist unser Symbol. Und zuerst haben das aber die Bürgerlichen eigentlich gefeiert, als die Ratsherren, die Zünfte, die Handwerker, ja, also echt der Bürgerstand, Bürger- und Handwerkerstand gefeiert. Und die haben das war ein großer Aufwand. Die haben das mit ihren Standarten und so weiter, haben ihre Hauptversammlung sozusagen an dem Tag gehabt. Die Handwerker, die Mitglieder mussten teilnehmen. Und das hat einen großen Zulauf gehabt. Und allmählich hat aber dann das Kaiserhaus eben im Zug der Gegenreformation übernommen. Also es war dann auch quasi ein machtpolitisches Instrument ist das Wort, genau. Also ganz, wie eigentlich, es geht ja immer um Macht. Propaganda eigentlich. Propaganda, Macht. Und ich glaube, der Ferdinand II. War der Erste, der Anfang des 17. Jahrhunderts im Fronleichnamszug mitgegangen ist. Also da war vorher die ganze Hofgesellschaft, dann der Himmel mitten, immer der höchste geistliche Würdenträger hat die Monstranz dran. Übrigens am Anfang war das nicht, ist die Hostie nicht in der Monstranz, sondern im Ziborium dran geworden, unsichtbar. Ziborium? Ziborium ist das Gefäß, wo die Hostien aufbewahrt werden. Okay. Also es war ein Primborium ums Zimborium. Ja, und dann ist aber noch ein größeres Primborium geworden, weil die Monstranz eben gekommen ist, wo in der Mitte die Hostie war. Und um noch einmal darauf zurückzukommen, die Lutheraner haben das natürlich vehement abgelehnt. Und da hat es in Wien zum Beispiel am Graben oder am Stock im Eisenplatz gibt es das Haus zum goldenen Becher. Becher mit dem Fächer oder der Kelch mit dem Elch? Also ich würde sagen, der Becher und der Kelch. Mhm. Ich sehe weder einen Fächer noch einen Elch, aber der Becher und der Kelch passen zusammen. Also auf jeden Fall hat es da einen Bäckergesellen gegeben, der beim Fronleichnamsumzug dem Erzbischof den Becher aus der... auch nicht den Fächer, sondern den auch nicht den Elch. Elch aus der Hand gerissen hat und ihn zu Boden geworfen hat. Was schätzt, was mit dem passiert ist? Der ist sofort in die Hölle gefahren. Ja, wahrscheinlich glauben das die Katholiken. Nein, er ist verbrannt worden auf der Gänseweide. Also es ist okay, das war nicht so beliebt. Das war nicht so beliebt. Und da ist eben das Haus zum goldenen Becher. Und dann hat es auch in der Schweiz hat's gegeben, die haben, also da waren große Kämpfe zwischen Katholiken und Protestanten. Aber okay, jetzt sind wir schon in der Gegenreformation und da ist es mit großem Gepränge gemacht worden. Und die Habsburger haben eben diese Pietas Austriaca, hat die Eucharistie ganz, ganz stark einbezogen. Und zwar deswegen, weil angeblich der Rudolf von Habsburg, der erste Rudolf, geritten ist und ist einem Priester begegnet, der zur Krankensalbung unterwegs war. Und der Rudolf ist sofort heruntergehupft vom Pferd und hat es dem Priester gegeben.
Und er hat kniend der Hostie die Reverenz erwiesen. Die Reverenz. Also auch Propaganda. Auch Propaganda, und das, dem hat der Maximilian der Erste, der letzte Ritter, nicht nachstehen können. Also der ist der, ungefähr 1400 irgendwas war der letzte Ritter, oder? Der war der, ja, der war glaube ich noch Erzherzog. Also wird so 1470 gewesen sein, ist er in der Martinswand bei Innsbruck herumgraxelt und ist in eine Situation gekommen, die aussichtslos war, auf einem Felsvorsprung. Er hat nicht vorne und nicht zurück können. Ist dort 2 Nächte, glaube ich, gesessen, hat kalt, war im Hunger, hat er gehabt. Und der Film von Innsbruck. Ja. Und unten sind die Leute gestanden, haben das gesehen, und dann ist ein Priester gekommen mit der Monstranz, mit der geweihten Hostie, und hat es ihn anschauen lassen. Und in dem Moment ist ein junger Mann aus dem Felsen hervorgetreten, hat den Maximilian an der Hand genommen und in Sicherheit gebracht, und dann ist er verschwunden. Also nimmt man an, dass es ein Engel war. Muss so sein. Und auch das hat natürlich zu dieser Pietas Austriaca beigetragen und zu dieser ganz speziellen Eucharistieverehrung. Also Pietas Austriaca heißt österreichische Frömmigkeit, oder? Ja, das ist speziell in der, also das bezieht sich natürlich aufs Haus Habsburg, speziell in der Barockzeit. Also das nimmt dann ab, aber ja. Naja, aber diese Umzüge haben ja nicht abgenommen. Das ist ja dann quasi, das ist ja dann immer prominenter geworden. Maria Theresia hat da ja auch teilgenommen, oder? Und, ja, hat nicht den ganzen Umzug mitgemacht, die Messe mitgemacht, hat und den letzten und die letzte, das letzte Evangelium. Ja, und es hat eben 2 Umzüge gegeben, die der Bürgerlichen und die der Adeligen des Kaiserhauses. Das hat aber der Josef II. Abgeschafft. Der hat auch diese großen Fahnen der Zünfte abgeschafft und hat gesagt, so, ab jetzt gibt es nur mehr einen Umzug. Und der ist eben durch die Stadt gegangen, mit 4 Altären, mit 4 Evangelien verlesen. Und ja. Was war da so ein Weg zum Beispiel? Also wo sind die da gestanden ungefähr? Naja, die haben angefangen am Graben bei der Pestsäule, glaube ich, haben die das erste Evangelium gelesen, entschuldige. Dann ist zum Kohlmarkt draufgegangen, zur Michaelerkirche, da hat man das 2. Evangelium gelesen. Dann über die Herrengasse, Strauchgasse, was eben beim Café Zentral, runter zur Freiung, also zum Heidenschuss, zum Platz am Hof, da ist das 3. Evangelium gelesen worden, und über den Judenplatz dann am Hohen Markt, da ist das 4. Evangelium gelesen worden, und dann zurück in die Kirche. Okay. Und das war immer, da ist jedes Jahr berichtet worden, eigentlich fast immer in den gleichen Worten, halt die Protagonisten haben sie geändert. Und ja. Aber das war, kann man sagen, ein großes Schaulaufen, wo man sah und gesehen wurde und wo man einfach dabei sein hat müssen. Du hast dabei sein müssen und kannst dir vorstellen, den meisten Zulauf wahrscheinlich von all den Jahren hat es 1857 gegeben. Weil da ist der Kaiser Franz Josef mit der Elisabeth zur Kirche gefahren, die waren circa 6 oder 7 Wochen verheiratet. Die wird sie wahnsinnig wohlgefühlt haben, die Sisi. Und die Damen, für die war vorgeschrieben, große Hofrobe. Sie hat immer Hofrobe angehabt, angeblich ein Diamantdiadem. Und vorne im Kutschen ist die ganze kaiserliche Familie gefahren. In einer 8-spännigen Galawagen ist dann der Kaiser und die Kaiserin gekommen. Und die Straßen, man hat sie nicht einmal bewegen können. Die Leute haben sie nächtelang angestellt. Ja, große Party da, würde ich sagen. Ich glaube aber nicht, dass irgendwen der Fronleichnam-Umzug interessiert hat, sondern... Also mich hat auch Sisis Hofdiadem am meisten interessiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, naja. Wenn du es gesehen hast. Wenn ich es gesehen hätte. Wenn du es gesehen hast, das muss ein Wahnsinn gewesen sein. Ja, die Kaiserin hat es aber nicht sehr oft gemacht, wie du dir vorstellen kannst. Sie ist an der Kronprinz Rudolf teilweise mitgefahren. Aber der Kaiser, der ja sehr fromm war, ist eigentlich jedes Jahr mitgegangen, wenn er nicht krank oder sonst wie verhindert war. Entblößten Hauptes hinterm
Allerheiligen gegangen. Und also vorne sind die Des Ritter höchsten gegangen. Hauptes, das heißt, er hat anerkannt, dass Gott die über Kirche ihm noch steht. größer ist, Ja, Gott über ihm ja, steht. ja. Verstehe ich auch. Ja. Die haben ja den Bischöfen, die, ich glaube auch der Kaiser hat dem Bischof den Ring, dem Erzbischof den Ja, Ring das sieht man gegeben. ja auch wieder mal im Sisi-Film. Ja, man, das steht jetzt nicht als historisch unbedingt Ja. gesichert, aber ich nehme Bei fast der, an. das macht sie da, bei, ich glaube, am Ende vom ersten Teil bei der Hochzeit, da küsst sie dann dem Erzbischof den Ring. Ja. Ja, da steht er vor. Naja, und diese Umzüge haben dann auch noch nach der Monarchie Bestand gehabt, oder wie ist das Ja, dann das abgelaufen? sogar im Ersten Weltkrieg sind die Umzüge, die ersten 2 Jahre, also 15 und 16, zumindestens von der Stephanskirche durch die Stadt gegangen, haben sie natürlich die Teilnehmer und das Gepränge hat sich sehr stark verändert. Das waren dann Kriegsinvalide, dann waren hauptsächlich Frauen und Kinder, weil ja die Männer an der Front waren. Und in den letzten beiden Jahren, wie der Karl schon Kaiser war und die Zita, haben diese Umzüge überhaupt nur mehr im Burghof stattgefunden. Okay, also es war kein Hofball Gottes mehr. Das war kein, ja, wie man es vorher genannt hat. Und sie haben aber, Dann. die Umzüge haben sofort nach dem Ersten Weltkrieg wieder angefangen. Interessanterweise waren da nur männliche Teilnehmer. Frauenorganisationen sind erst später dazugestoßen. Und das hat sich aber dann wieder geändert. Und dann, du weißt ja, wie die Zeitläufe waren. Die Sozialdemokraten haben den 1. Mai mit Zelebriert. großen Dings gefeiert. Und die Fronleichnamsumzüge haben immer einen größeren Zulauf bekommen und haben immer, das sind Soldatenverbände, also Wehrverbände und Studentenorganisationen mitgegangen und dann zum Schluss schon die ganze Regierung 1934. Und das war eben dann quasi die Gegenveranstaltung zum 1. Mai. Gegen. Interessant, ja. Ja, Es ist immer politischer geworden. das ist, war Je dann eindeutig schon konzentrierter. komplett politisch. Es ist also natürlich, wie die Nazis kommen, sind sofort eingestellt worden. Es sind aber nicht verboten worden, die Fronleichnamsumzüge, nur teilweise halt so stark erschwert worden. Und dann sind sie wieder aufgenommen worden in der Zweiten Republik. Es sind 3 Bundespräsidenten, von denen weiß ich, dass sie mitgegangen sind. Das war der Rudolf Kirchschläger, der Kurt Waldheim und der Thomas Glästil. Allerdings durfte er dann eigentlich nicht mehr mitgehen nach der Scheidung und Wiedervereinigung. Ja, und dann sind natürlich immer wieder Politiker mitgegangen, aber die sind also als Privatpersonen mitgegangen. Und hast du dir das mal angeschaut? Warst du mal dabei? Ich war dabei, ja, mit meiner Enkeltochter war ich vor, ich glaube, 2019. Und da muss man schon sagen, dass, also ich meine, es ist einmal unterm geläuteter Bumm, nach der Messe läutet die Bummerin, das Riesentor wird weit geöffnet, Passiert ja auch nicht so oft, oder? passiert nicht so oft und ist wirklich beeindruckend, dadurch, dass man es nicht gewohnt ist. Ne? Das, wie ist das? Und man sieht rein in die erleuchtete Kirche und da kommen eben die Erstkommunionkinder, dann kommen die Schützenverbände und alles, also alles Mögliche. Dann kommt der Traghimmel mit dem Erzbischof, der den Monstranz trägt. Dann die Würdenträger, also wer auch immer. Und dann kommen eben die Umzugsteilnehmer und das muss ich sagen. Ich habe also den Eindruck, dass die Leute, die dort im Umzug mitgehen, nicht ganz einfach zu Hause bleiben könnten. Wie meinst du das? Dass, naja, dass es halt ein gesellschaftliches Ereignis ist. Dass man halt dort dabei sein muss, ist mein Eindruck. Okay, also das ist ein Sehen und gesehen werden immer noch. Sehen und gesehen werden und ja, und man muss da schon mitgehen. Und 2021 hat ja St. Stephan keinen Umzug gemacht. Kleine Pfarren, also die Pfarren haben teilweise schon Umzug. Altotterkring zum Beispiel hat dann gemacht einen Umzug, das weiß ich. Ja.
Was ich nicht herausgefunden habe, ist, seit wann es ein gesetzlicher Feiertag ist, von Leichnam. Ah ja, das ist übrigens eine gute Frage. Warum ist es eigentlich an einem Donnerstag? Ah, nein, weil das ist wieder diese Vorgangsweise der katholischen Kirche, die die pagane Bräuche, vorchristliche Bräuche einbezogen haben. Und der Donnerstag war eben der Tag, der dem Gott Thor, dem Donnergott geweiht war. Und darum ist Christi Himmelfahrt und Fronleichnam. Wobei Fronleichnam ist ja, bezieht sich ja eigentlich auf den grünen Donnerstag, aufs letzte Abendmahl. Ah. Ne? Aber man wollte ja Frühlingsfest eben machen. Das ist ja eine gute Idee, muss ich sagen. Und das Interessante ist, mir habe ich gelesen, dass zum Beispiel Christi Himmelfahrt in Deutschland seit 1934 ein gesetzlicher Feiertag ist, was mich also äußerst erstaunt hat. Ob es jetzt in Österreich auch seit 1934 ist, habe ich ehrlich gesagt jetzt nicht herausgefunden. Ich nehme aber fast an. Aber ich meine, ja, so ist es. Na, interessant. Aber jedenfalls, ich finde, das ist ein interessanter und schöner Feiertag, weil erstens ist es ein Donnerstag im Mai, an dem sehr oft, Im Juni heuer, weil das hängt ja von naja, Ostern ab, heute ist es ja schon Juni. ist ja Stimmt. bewegliches Fest und zwar ist Fronleichnam 60 Tage nach Ostern. 60 Tage nach Ostern. Ja, stimmt. Stimmt, es ist ja schon Juni. Naja, macht nichts, trotzdem ein schöner Feiertag und Egal, ja. ja. Mehr über diesen supernen Feiertag, auch über wie heißt Substanz? Transsubstantiation. 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 Könnt ihr nachlesen in Fritzis Blog Wien erzählt Geschichten auf der Standard.at. Da könnt ihr dann auch drunter posten, wenn ihr wollt, ob ihr glaubt, dass das ein Wunder ist oder nicht. Oder auch einen anderen Kommentar abgeben. Ja. Und was wollte ich sonst noch sagen, Fritzi? Ich habe keine Ahnung. Ja, bleibt uns gewogen. Empfehlt unseren Podcast auch anderen Menschen weiter, die sich für Wien und die Geschichte Wiens interessieren. Und ja, ich würde sagen, ich esse jetzt ein frühlingshaftes Eis. Du auch? Obwohl schon Juni ist. Naja, es ist ja noch immer Frühling. Außer du meinst meteorologisch, weil da ist schon Sommer. Gut. Ja. Ich esse kein Eis, weil ich habe gestern so viel Eis gegessen. Aha. Und ich wünsche dir aber guten Appetit. Ja, vielen, vielen Dank und euch, lieben Hörerinnen und Hörer, wünschen wir einen schönen Feier- oder Nicht-Feiertag, je nachdem, wann ihr das hört. Ja, und je nachdem, welches Religionsbekenntnis ihr habt und wo ihr wohnt. Das Weil stimmt. wenn in Deutschland, in gewissen Bundesländern, wenn ihr wohnt, habt ihr keinen Feiertag. Echt. Pech gehabt. Naja. Na gut, Servus Fritzi. Servus Edith. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.